Guten Abend, liebe Zuschauer. 22.16 Uhr an diesem Donnerstagabend. Sie sind live im zweiten deutschen Fernsehen zu diesem Thema. Zu den vielen Sorgen der Menschen ist eine weitere gekommen und sie wird bleiben. Krisen, Kriege, Flüchtlinge und jetzt der Terror. Da wünscht man sich Politiker, die handeln, statt zu reden. Mehr Soldaten, Bomber, Flugzeugträger, strengere Gesetze, mehr Polizei. Der Terror kann doch nicht ohne Antwort bleiben. Nein, sicher nicht. Aber nach 14 Jahren ohne Erfolg im Kampf gegen den militanten Islamismus ist es vielleicht an der Zeit, Strategien mal kritisch zu prüfen, gründlich nachzudenken und dann erst zu handeln. In Syrien und in Europa. Darüber wollen wir heute diskutieren mit diesen Gästen. Wolfgang Ischinger, der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, fordert: Wir brauchen für Syrien eine Verhandlungslösung mit militärischer Unterstützung. Jürgen Trittin, der Grünen-Politiker, sagt: Für Syrien gibt es keine militärische Lösung. Und es gibt keine Lösung ohne Russland und den Iran. Florence Gaub, die Sicherheitsexpertin, befürchtet: Wenn man Russland militärisch in Syrien gewähren lässt, entstehen mehr Probleme als zuvor. Wladimir Grinin, der russische Botschafter, entgegnet: Eine Lösung des Syrien-Konflikts ist im Interesse Russlands. Florian Hahn, der CSU-Politiker, sagt: Die Russen provozieren ständig. Alle anderen NATO-Staaten sind bisher ruhig geblieben. Die Türkei leider nicht. Und Deniz Yücel, der Türkei-Korrespondent der Zeitung Die Welt, stellt klar: Die Türkei nutzt den Kampf gegen den IS als Vorwand für den Krieg gegen die Kurden. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Ein herzliches Willkommen nochmal in dieser Runde, liebe Zuschauer. Erste Frage. Heute Abend geht es an Florence Gaub. Sie arbeiten für die Europäische Union, Frau Gaub, als Terrorexpertin an einem Institut für Sicherheitsfragen. Und Sie sind halb Französin, halb Deutsche. Ja. Wir hören die Botschaft aus Frankreich, die da lautet: Wir haben keine Angst. Und wir hören eine zweite Botschaft, die da lautet: Wir brauchen eure Unterstützung. Zu Recht? Mit Sicherheit. Es ist ein Problem, was nicht nur Frankreich angeht, sondern nicht nur die europäischen Staaten, auch alle anderen darüber hinaus. Man sieht es ja schon an den Verläufen, an den Biografien, an den Wegen, die die Terrorattentäter vom 13. Freitag, dem 13. gegangen sind. In Belgien aufgewachsen, aber in Frankreich zugeschlagen, gereist durch Deutschland. Von daher muss es eine kollektive Antwort geben, weil es ein kollektives Problem ist. Mhm. Im Vis-à-vis sitzt der außenpolitische Sprecher der CDU, der CSU korrekterweise, und vertritt damit die CSU auch in der Unionsfraktion. Herr Hahn, heute hat es Sondersitzungen um 17 Uhr in allen Fraktionen des Deutschen Bundestages gegeben, auch in der der Union. Gab es Einstimmigkeit in Bezug auf das, was die Regierung mitteilte? Gab es eine große Diskussion bei Ihnen? Es gab auf jeden Fall ein großes Befürworten dessen, dass wir sagen, wir müssen den Franzosen zur Seite stehen. Wir müssen auch hier Solidarität zeigen. Es kann ja nicht nur sein, dass wir immer Solidarität einfordern, beispielsweise bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise, sondern wir müssen auch solidarisch sein, wenn es um unsere gemeinsame Sicherheit geht. Aber es gibt natürlich auch eine Diskussion, weil natürlich viele Kolleginnen und Kollegen auch wissen wollen, wie sieht eigentlich die Strategie dahinter aus. Und hier haben wir noch ein bisschen Zeit, denn wir haben ja heute nicht schon ein Mandat auf den Weg gebracht, sondern wir haben uns erst mal angehört, was die Regierung vorhat. Und wir werden diese Diskussion noch führen, bis wir dann auch die Mandate entsprechend verabschieden. Aber ich bin mir sicher, dass es mit großer Mehrheit passieren wird. Offenbar gibt es aber eine neue Strategie und Politik der Bundesregierung, denn die Bundeskanzlerin sagte gestern im Vis-à-vis von François Hollande dieses: Der Islamische Staat lässt sich nicht mit Worten überzeugen, sondern der Islamische Staat muss mit militärischen Mitteln bekämpft werden. Jürgen Trittin, Bündnis 90 Die Grünen, Sie sind Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Ganz klar die Frage: Muss der Islamische Staat mit militärischen Mitteln besiegt werden? Ja, selbstverständlich. Man wird den nicht mit guten Zureden wegbekommen. Das Problem ist immer nur, welche militärische und welche politische Strategie haben Sie dahinter? Und was ich zurzeit sehe, ist, dass wir dabei sind, die Fehler, die wir, ich sage jetzt wir nicht im nationalen Sinne, sondern auch die Regierung, der ich angehört habe, ein Stück daraus nicht gelernt zu haben. Nämlich die Frage, ist diese militärische Strategie eingebettet in eine politische Strategie? Gibt es eine Vorstellung, wie Syrien politisch geordnet wird von den Mächten drumherum, von der Opposition bis zu dem Regime? Und
passt dann diese militärische Strategie zu dieser politischen Lösung? Ich sehe zurzeit erstmal nur die Bereitschaft, militärisch zuzuschlagen. Aber das, was wir eigentlich brauchen, ein politisches Konzept, fehlt noch. Genau darüber werden wir heute reden. Bei uns ist Wolfgang Ischinger, Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz und vorher Botschafter in vielen Ländern des Westens. Herr Ischinger, dieses Mandat, das der deutschen Bundesregierung jetzt vorschwebt, nämlich mit Tornados und auch mit einer Fregatte zur See, den Kampf gegen den IS zu unterstützen, ist so groß wie kein anderes Bundeswehrmandat, das es jetzt aktuell gibt, weil wir an operativen Handlungen teilnehmen sollen. Auf welcher Basis mandatieren wir eigentlich unsere Soldaten? Naja, das wird man sehen, wenn das schriftliche Mandat vorliegt, wenn der Vorschlag im Bundestag tatsächlich debattiert wird. Soweit ich das jetzt bisher verstanden habe, gründet die Bundesregierung diesen geplanten Einsatz auf das kollektive Selbstverteidigungsrecht, das Frankreich ja schon für sich in Anspruch genommen hat, und auf den wahrscheinlich den meisten von uns bisher unbekannten Artikel 42.7 des Lissabonner Vertrages. Das ist ein Beistandsartikel, der davon spricht, dass im Falle eines bewaffneten Angriffs die anderen Mitgliedstaaten diesem angegriffenen Mitgliedsland zu Hilfe kommen müssen. Das scheint nicht nur mir, sondern vielen eine richtige, angemessene und auch rechtlich tragfähige Grundlage zu sein. Da würde ich, wenn ich das darf, kurz widersprechen. Weil Sie muss sich das vorstellen, was das an Entgrenzung für militärische Mandate bedeutet. Da sind 8 Terroristen aus Frankreich, allesamt französische Staatsbürger, zwischenzeitlich in Belgien untergetaucht. Sie sind dann über Deutschland mal ausgeflogen zu Ausbildungszwecken. Und das ist jetzt ein Grund, auf dem Gebiet eines souveränen Staates, Syrien, mir gefällt das Regime auch nicht, militärisch zu intervenieren. Da würde man vor einigen Jahren in der Völkerrechtslehre sagen, das ist durch den Selbstverteidigungsanspruch überhaupt nicht gedeckt. Nicht gedeckt. Was richtig wäre, wäre, dass wir tatsächlich zu einem Mandat der Vereinten Nationen kommen, nach Kapitel 7, hier ist der Weltfrieden bedroht, und auf diese Weise eine solche Koalition das tun wird. Aber das, was da gemacht wird, ist eine, ich würde sagen, schwierige, wenn nicht fragwürdige juristische Konstruktion. Frau Gaub, Herr Ischinger, geben wir die Frage gleich noch mal weiter. Ist es ein Bündnisfall, wenn Franzosen Franzosen getötet haben? Das ist zusammengefasst. Das waren Belgier, keine Franzosen. Belgier und Franzosen. Unionsbürger. Das ist das, was Jürgen Trittin gerade fragt. Ihre Antwort darauf? Es ist ja so, wir haben nicht gleich den gleichen Fall wie damals in 2001, aber die Attentäter, die europäischen Bürger auf jeden Fall, haben ja in Syrien trainiert. Natürlich ist es anders als in Afghanistan. Die Regierung von Bashar al-Assad unterstützt jetzt nicht aktiv den Islamischen Staat und erlaubt denen da quasi zu trainieren. Auf jeden Fall nicht direkt, vielleicht indirekt. Aber es gibt natürlich einen Link zwischen den Attentätern und diesem Sicherheitsvakuum, was es in Syrien gibt seit 2011, 2012. Von daher, also rechtlich gesehen, ich bin kein Jurist, aber de facto ist es so, dass es einen Präzedenzfall gibt mit 2001, wo ein ganz großes Terrorattentat von der NATO durchaus als Artikel 5 Bündnisfall anerkannt wurde. Dann ist die Frage, gilt es weniger als Terrorattentat, weil es weniger Opfer war? Dann sind wir bald in der numerischen Frage und das ist dann wieder eine ganz andere Frage. Aber ich glaube, es war Hollande anders entschieden. Die terroristische Frage oder welche? Nein, die Frage, ob es ein Beistandsfall nach Artikel 5 NATO genau. ist, hat Frankreich anders entschieden. Ja. Sie haben auf nach einen politischen Solidarität und da hat er allen Anspruch drauf. Ich will mir gar nicht genau. missverstanden werden. Wir müssen viel mehr tun, wir müssen viel mehr kooperieren. Die einzige Frage, die Frau Illner gestellt hat und wo Herr Ischinger eine Antwort versucht hat, drauf zu geben, war, ist das mit dieser juristischen Konstruktion gedeckt? Aber da möchte ich Sie, Ihnen widersprechen. Syrien ist kein souveräner Staat. Es kontrolliert die Hälfte seines Territoriums doch noch nicht mal. Ist es dann noch ein souveräner Staat? Sehen Sie, da müssen Sie mal aufpassen, dass wir nicht eine Einschätzungsfrage plötzlich zu einer juristischen Frage machen. Juristisch erkennen die Vereinten Nationen ein Regime in Syrien an. Das ist die legitime Regierung. Die Europäische Union hat klar anerkannt, dass Bashar al-Assad nicht mehr der legitime Repräsentant des syrischen Volkes ist. Das kann die Meinung der Europäischen Union sein. Wir das reden ist auch jetzt, eine juristische Meinung. Nein, das ist einfach eine Meinung. Schon. Die Völkerrecht ist das die legitime Regierung. Das ist übrigens der Grund, warum die Russen dort mit einem Engagement, was mir auch nicht gefällt, legitim arbeiten. Und die Frage ist, ob sie in diese Souveränität ohne ein Mandat der Vereinten Nationen eingreifen.
eingreifen können. Ich verstehe die Zurückhaltung nicht. Ich sehe, dass die Russen an einer Koalition arbeiten. Ich sehe die Bereitschaft der Europäer, dieses zu tun. Was hindert die Völkergemeinschaft, einen solchen Einsatz auf die Grundlage zu stellen, die es gibt in der Charta der Vereinten Nationen, zu sagen, das ist ein Fall nach Kapitel 7 UN-Charta und wir beauftragen jetzt dafür diese Militäroperation. Mhm. Herr Ischinger. Also ich plädiere dafür, dass wir das in das Völkerrechtsinstitut verlagern. Wir werden diese Frage nicht abschließend lösen. Dass es wünschbar ist, ein möglichst klares, möglichst von niemandem bestrittenes, für alle einsichtiges Mandat zu haben, ist klar. In der Welt, in der wir leben, ist das nicht immer hundertprozentig möglich. Das war auch in früheren Fällen nicht immer so hundertprozentig möglich. Ich denke nur daran, wie schwer es war, damals waren Sie ja auch schon Minister, wie schwer es war für die Bundesregierung 1998/99 die Teilnahme derselben Flugzeuge im Kosovo zu begründen. Da hatten wir auch kein hundertprozentig eindeutiges Mandat. Ich glaube, die entscheidende Frage ist doch, was wollen wir denn erreichen? Genau. Es geht doch jetzt nicht um die Jagd auf deswegen Freitag bin ich auch gegen das Völkerrechtsseminar. Sondern es geht um die Frage, wollen wir den Bürgerkrieg in Syrien beenden? Und ist, um dieses Ziel zu erreichen, der Einsatz militärischer Mittel in der einen oder anderen Einzelfrage notwendig? Wir dürfen uns aber nicht, die Strategiefrage, die vorhin ja zu Recht aufgeworfen wurde, die dürfen wir nicht verengen nur auf das Militärische. Wir brauchen in der Tat eine politische Gesamtstrategie, das ist ja vorhin schon gesagt worden, die hat diplomatische Elemente. Wien, dort sitzt man ja schon zusammen. Ja. Da geht es um Waffenstillstand, da geht es um Übergangsregierung, da geht es um Wahlen, dann geht es um finanzielle, wirtschaftliche Elemente. Können wir in der Türkei, im Libanon, in Jordanien eine Lage herbeiführen, in der diese Aufnahmestaaten für die vielen Millionen Flüchtlinge aus Syrien so ausgestattet werden, dass die Flüchtlinge menschenwürdig versorgt werden genau. und nicht eine weitere Flugbewegung entsteht. Das haben wir auch schon viel in dieser Sendung besprochen. Heute haben wir ein sehr aktuelles Thema. Und dieses sehr aktuelle Thema heißt, dass die deutsche Regierung sich entschieden hat, nicht nur Waffen und Schutzwesten für die Peschmerga zur Verfügung zu stellen, Deniz Yücel, sondern sich tatsächlich nun auch überlegt, mehr zu tun und auch nicht nur Kompensation in Mali zu betreiben, sondern sich aktiv zu beteiligen an den operativen Einsätzen gegen den IS. Glauben Sie, dass das ein kluger deutscher Beitrag ist? Ganz einfache Frage in einer sehr schwierigen Situation. Ich bin kein Militärexperte, aber wenn man sich die Liste der Staaten anschaut, die bereits jetzt, zumindest auf dem Papier, Luftangriffe in Syrien fliegen, frage ich mich, entweder haben die meisten Staaten, Belgien, Kanada, einige Golfmonarchien, entweder haben die da nur ein einziges Flugzeug im Einsatz oder sind so viele Flugzeuge im Einsatz, dass es so langsam über den syrischen Luftraum eng werden könnte, wenn jetzt die Deutschen auch da fliegen. Und ich glaube allerdings nicht, dass der IS, der eine große Bedrohung für den Weltfrieden ist, dass der IS allein auf diese Weise zu stoppen ist. So. Das glaube ich nicht. Das glaube ich und, auch keiner, das, ne? Muss man und sagen. Und falls, das behauptet keiner? Nur militärisch, mit zwei Tornados dahin zu schicken, in einen Luftraum, wo sowieso sich inzwischen fast alle Welt tummelt, weiß ich nicht, ob das eine politische Aussage und das ist eine größere politische Aussage als die, die Deutschland in den letzten Wochen und Monaten hatte, nämlich die einzige Position Deutschlands war, bloß nicht noch mehr Flüchtlinge. Alles andere interessiert uns nicht. Dafür ist Angela Merkel, die ja vorher eine humanitäre Großtat begangen hat, nämlich die Grenzen zu öffnen, aber hat dann selbst Angst vor ihrer eigenen Courage bekommen, ist wenige Tage vor den Wahlen in der Türkei, ist in die Türkei gereist, hat Wahlkampfhilfe für Erdogan geleistet, für eine Regierung, die in Syrien Konfliktpartei ist, allerdings nicht Partner, auch nicht Partner der USA, die dort tätig sind, sondern sehr vorsichtig formuliert, die Türkei ist in Syrien bislang ein Konkurrent der NATO oder der USA. Und auf diese Weise
sich in Syrien zu engagieren, wie es Deutschland bislang getan hat, in den letzten Wochen, Monaten getan hat, nämlich sich nicht zu engagieren und alles nur und nichts zu machen. Das war garantiert nicht der richtige Weg. Ob Tornados alleine reichen werden, ich glaube eher nicht. Aber die Ansage, auch das Zeichen, sicher, glaube ich, auch an die Adresse Frankreichs, wir unterstützen euch und auch wir fühlen uns angegriffen, das ist sicher richtig. Das ist sicher richtig. Bei uns ist der Botschafter der Russischen Föderation in Deutschland, Herr Grinin. Sie haben, das ist hier in der Runde auch schon besprochen worden, die Russen, die Franzosen zusammen schon lange vor dem 13. November, vor diesem Freitag, den 13., Bomben Richtung Syrien geschickt, in der Annahme, dass man damit den IS träfe. Jetzt hat es dieses Attentat gegeben. Die Russen selber haben ein schweres Attentat erlebt. Über 200 Russen starben in einem Ferienflieger. Ist es die richtige Antwort, einfach die Dosis zu erhöhen und zu sagen, wir bekämpfen IS, wenn wir mehr Bomben schicken? Von Anfang an haben wir eigentlich uns die Lösung des syrischen Konfliktes so vorgestellt, dass wir zwei Aufgaben lösen müssen in diesem Zusammenhang. Die erste ist, diesen Staat vom Terrorismus zu befreien, indem die Integrität dieses Staates trotzdem gewährleistet wird. Und die zweite Aufgabe, den innersyrischen Konflikt beizulegen. Das heißt, den Prozess der politischen Versöhnung einzuleiten. Mhm. Und letzten Endes also eine Form des Staates zu erreichen, die die Syrer selbst entscheiden können. Das fragen sich im Westen immer noch viele, Herr Botschafter. Bekämpft die russische Armee tatsächlich den IS in Syrien oder sichern sie das Weiterleben Assads? Wir bekämpfen die Positionen der Terroristen in Syrien. Und zu Terroristen, wie wir alle wissen, gehören nicht nur ISIS, sondern auch andere Organisationen, die von der UNO als Terroristen anerkannt werden. Heute haben wir unsere Vorstellung als Konzept im Rahmen des Wiener Prozesses durchgesetzt. Und das wird jetzt in Wien eben über diese zwei Dinge verhandelt. Das Erste, man muss bestimmen, welche Organisationen, Gruppen, Gruppierungen dort in Syrien terroristisch sind und welche eigentlich Oppositionelle sind, aber doch an der Lösung des innersyrischen Konfliktes, an der friedlichen Lösung des innersyrischen Konfliktes beteiligen können. Wenn wir das richtig verstanden haben, hat es heute bei dem Gespräch zwischen Wladimir Putin und François Hollande auch in dieser Frage eine Annäherung gegeben. Nicht mehr jede oppositionelle Gruppe automatisch als einen Feind, sondern übermorgen vielleicht auch als einen Verbündeten zu betrachten. Dazu kommen wir noch. Ich würde gerne noch mal zurück zu der Situation, die wir hier in Europa haben, Herr Hahn. Noch mal die Frage danach, ist es klug, mit einer so großen und so starken militärischen Reaktion in der Welt und in Syrien unterwegs zu sein, wenn wir wissen, dass die Attentäter von Paris aus Frankreich und aus Belgien kamen? Ist das klug? Naja, wir haben ja, das mag zwar sein, dass die Attentäter einen französischen Pass hatten und damit EU-Bürger waren, aber es ist nun mal auch so, dass sich die Attentäter zum IS bekannt haben und der IS wiederum sich selbst verantwortlich erklärt hat für diese Anschläge in Paris. Also ist der IS hier klar auch unser Gegner. Und ich glaube, es ist schon richtig und wichtig, dass wir militärisch den IS bekämpfen, um ihn einfach in seiner Struktur maßgeblich zu schwächen. Und darum geht es. Mhm. Und ich möchte da nur noch mal sagen, niemand sagt, dass wir allein mit Militär den Islamischen Staat bekämpfen können erfolgreich. Aber es ist Militär notwendig.
Wir müssen die Strukturen schwächen, wir müssen Kommandozentralen vernichten, wir müssen logistische Wege vernichten. Nur so können wir dem Islamischen Staat Herr werden. Die Sorge ist groß und damit sage ich Ihnen auch nichts Neues, dass die Täter nicht nur unter uns sind, sondern dass sie nur darauf warten, neuerlich in Europa zuzuschlagen. Erst recht, wenn wir uns nun so massiv militärisch engagieren. Herr Hahn, Angst ist nie ein guter Ratgeber. Wie kann die Politik einem nervösen bis beunruhigten Volk das Gefühl geben, einigermaßen sicher zu sein? Politik muss dafür sorgen, dass eben Sicherheit hergestellt wird. Und das ist gerade für uns ein ganz wichtiges Anliegen. Auch wenn wir dazu neigen zu sagen, wir dürfen die Themen nicht miteinander vermischen. Die Menschen sind verunsichert und sie sind vor allem deswegen verunsichert, weil wir offensichtlich nicht mehr genau kontrollieren können, wer zu uns reinkommt und wieder rausgeht. Wir wissen, dass mindestens zwei oder drei der Attentäter über die Balkanroute auch über uns nach Paris gekommen sind. Das besorgt die Bürger zu Recht. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir hier wieder die Kontrolle erlangen. Und deswegen bin ich schwer dafür, dass wir erstens kontrollieren, dass wir dafür sorgen, dass alle registriert werden, dass entsprechend auch wir mit Ausweisen arbeiten und so weiter. Hier muss noch mehr getan werden. Sind Sie wirklich der Auffassung, dass Terroristen diese Balkanroute bräuchten, um terroristische Anschläge zu verüben? Also erstens war es offensichtlich so, also wir wissen das, dass mindestens zwei von den acht Attentätern über diese Route kamen. Und das ist nun mal ein Fakt, den kann man nicht in Frage stellen. Offensichtlich hat es, das wäre ein entscheidender Teil der Analyse, auch große Mängel in den Sicherheitsbehörden gegeben. Die Geheimdienste haben offensichtlich an vielen Stellen versagt, Herr Trittin. Wie kann man die Bürger dennoch an sie glauben machen und darauf hoffen, dass diese Angst nicht noch zusätzlich bedient wird? Ich glaube, wir müssen die Bürgerinnen und Bürger mit der Realität konfrontieren. Und es ist eben nicht die Realität, dass diese Terroristen von außen kommen. Die sind bei uns. Übrigens ist nicht das erste Mal. Die Londoner U-Bahn-Attentäter. Daher stammt der Ausdruck Homegrown Terrorists. Die sind bei uns in unserer Gesellschaft entstanden. Und das ist der Kern, worüber wir uns drum kümmern müssen. Ja, wir müssen die rechtsfreien Räume in der Welt, da wo die ausgebildet werden, müssen beseitigt werden. Aber wir müssen an den Wurzeln anfangen. Die Wurzeln ist, es ist in unserer Gesellschaft entstanden. Das ist der Grund, warum die Gewerkschaft der Polizei sagt, wir brauchen viel mehr Prävention in diesem Bereich. Und das ist der Kern. Es geht auch um Militär, um solche Räume zu zerstören. Aber wenn wir den Bürgern erzählen, das kommt alles von außen, dann wiegen wir sie in einer scheinbaren Sicherheit. Und das ist Verantwortung. Gleich noch mal die Frage an Frau Gaub. Frau Gaub, ist dieser hektische, will es nicht zu pejorativ formulieren, ist dieser Aktionismus in und um Syrien auch damit zu erklären, dass man von den eigenen Versäumnissen ein bisschen ablenken möchte? Also ich bin mit Herrn Trittin einverstanden, man kann ein europäisches Problem nicht in Syrien lösen. Also 25% der nicht syrisch-irakischen Kämpfer im Islamischen Staat sind Europäer, haben europäische Pässe. Aber der Rest, die haben eine ganz andere Motivation, sich dieser Organisation anzuschließen als Europäer. Von daher muss man das tatsächlich getrennt voneinander behandeln. Ich würde auch nicht sagen, dass unsere Sicherheitskräfte so sehr versagt haben. Es gab ganz viele Hinweise, aber es gab nicht die Bereitschaft, Geld dahin zu tun, wo es nötig gewesen wäre, nämlich in aktive Prävention. Belgien hat letztens eine Person eingestellt, die das Internet kontrolliert und überwacht für dschihadistische Propaganda. Eine Person. Also es hat auch was mit der Finanzkrise zu tun, mit einer Illusion von Sicherheit, die man in Europa hat, wo man denkt, das kostet ja nichts, da muss ich jetzt kein Geld reinstecken. Von daher, ja. Machen wir mal eine erste Runde mit den vielen Fragen unserer Zuschauer, die uns natürlich zu diesem Thema erreicht haben. Roland Hörstmann meldet sich zu Wort und sagt, Hollande will plötzlich den starken Mann markieren. Was erreicht er damit? Nur Gegengewalt und Terror. Wir sollten uns daraus halten. Wir haben genug mit den Flüchtlingen zu tun. Was würden Sie ihm sagen, Herr Yücel? Das stimmt so gut wie gar nichts in dieser Aussage. Also, man kann sich, Deutschland ist eine der größten, eine der stärksten Staaten dieser Welt. Das konnten den Deutschen. Früher wollten das die Deutschen unbedingt werden, haben dazu auch den einen oder anderen Krieg vom Zaun gebrochen. Jetzt haben sie Angst davor, aber sie sind es trotzdem. Also Deutschland kann sich nicht einfach raushalten. Den Rest habe ich schon wieder vergessen, weil ich glaube, Gegengewalt. Also wenn wir jetzt gewalttätig versuchen, den IS zu bekämpfen, dann wird es Gegengewalt und Terror geben. Hat das eine Logik in Ihren Ohren?
Das ist eine Logik von, das wird den IS freuen, aber ich glaube, das wird Dschihadisten, das muss ja nicht unbedingt der IS mit einer Führungszentrale, mit einer Kommandozentrale in Raqqa, die dann, so funktioniert dieser Laden ja nicht. Es ist ja nicht so, dass ein Generalstab dann in Raqqa sitzt und sagt, okay, jetzt greifen wir in Paris oder in Mali oder da und dort an und Berlin lassen wir jetzt mal, weil wenn die Deutschen sich nicht einmischen, so funktioniert das ja nicht. Man schlägt, das war das Beispiel der Attentäter in London, die nicht von irgendeiner Zentrale irgendwo geleitet wurden, sondern sich selber zusammengeschlossen haben. Das ist eine Subkultur, es gibt eine dschihadistische Subkultur überall. Die gibt es auch in der, Türkei. Ich war vor ein paar Wochen in Adıyaman, wo die Selbstmordattentäter, die in der Türkei die Anschläge in den letzten Monaten verübt haben, herstammen. Und ich habe mit Familienangehörigen gesprochen, mit den Familien, die teilweise, die eine ist eher eine AKP-Familie, die anderen sind eher Nationalisten, die dritten sind Aleviten und Linke, die sagen, was haben wir mit dem IS zu tun? Das ist für die genauso unvorstellbar, so weit weg wie die Familien in Deutschland, wo sich die Markus und Pascals und Kevins dem IS anschließen. Also es gibt diese Subkultur, und die sich rauszuhalten, nirgendwo sich einzumischen, ist noch lange keine Garantie dafür, dass es in Deutschland keine Anschläge geben wird. Und also das Flüchtlingsthema ist nochmal wirklich, das wurde schon oft gesagt, aber es ist einfach auch richtig, in Paris, das war das, was wir in Paris gesehen haben, was wir hier vor unserer Haustür gesehen haben, diese massenmörderische Gewalt, vor der die Menschen in Syrien fliehen und nicht umgekehrt. Das sind nicht die Mörder, die aus Syrien, das glauben Sie doch selber nicht, dass der IS, wenn er denn so wie Al-Qaida 2001 in New York Attentäter losschickt aus Raqqa, dass diese Attentäter erstmal in die Türkei einreisen, dort mit dem Bus nach Istanbul, dort mit dem Bus an die Küste fahren, mit dem Schlauchboot, das glauben Sie doch selber nicht. Außerdem, wenn Sie auf Twitter gehen, in allen dschihadistischen Netzwerken, da muss man nicht beim Bundesnachrichtendienst sein, das ist auf Twitter überall, das ist das Ziel, die Polarisierung der europäischen Gesellschaft gegen die Flüchtlinge, gegen Muslime, damit deren Lebensrealität hier so unerträglich wird, dass sie sich dem IS anschließen. Ja. Gut, das ist das dann Ziel. Sind wir bei Wolfgang Ischinger und fragen nochmal, ist es... Und Sie verzeihen den Zynismus. Ist es gegebenenfalls einfacher, Bomben zu werfen in Syrien, als sich hier um ein Ende des Nachwuchses für Islamisten zu kümmern? Ja, wir müssen natürlich beides machen. Aber ich will noch mal diesen Zahn ziehen, der in der deutschen Diskussion hier, wie ich finde, unheilvollerweise herumgeistert. Man hört das ja sozusagen in jeder Straßenecke. Wenn wir uns raushalten würden, dann würden die uns auch nicht angreifen. Wenn diese Logik stimmen würde, dann hätte der Islamic State 0,0 Grund gehabt, ein russisches Flugzeug vom Himmel zu holen, denn die Russen haben überhaupt nichts gegen den Islamic State bisher gemacht. Also das ist einfach absurd zu glauben, dass jetzt mal wieder wegducken hilft. Ja. Wegducken hilft nicht. Ja. Nun haben wir in Europa viele Verbündete und mitunter vermissen wir deren komplette Solidarität. Es gibt einen Vorschlag des polnischen Außenministers, den ich Ihnen jetzt auch gleich noch mal zur Kenntnis geben möchte. Der bezieht sich auf die vielen Syrer, die schon hier im Lande sind. Hier ist der Vorschlag eines polnischen Ministers. Hunderttausende Syrer sind in letzter Zeit nach Europa gekommen. Wir können ihnen helfen, eine Armee aufzubauen. Mit unserer Hilfe könnten sie zurückgehen, um ihr Land zu befreien. Herr Hahn, Frage an Sie, Bildung einer syrischen Exilarmee. Finden Sie den Vorschlag des polnischen Ministers okay? Also ich finde ihn jetzt natürlich sozusagen, wie er ihn gebracht hat, natürlich erstmal ein bisschen amüsant. Aber wenn wir uns das mal genauer betrachten, dann müssen wir schon sagen, was wollen wir denn mit den Flüchtlingen tun? Wir reden sofort, wir müssen sie integrieren. Also ich kann nur sagen, aus meiner eigenen Familie, mit unserer Historie, viele Vertriebene dabei, da ist es eigentlich so gewesen, dass die Großmutter, bis sie leider gestorben ist, eigentlich immer zurück in die Heimat wollte. Das heißt, wir müssen auch bei uns überlegen, wie wir beispielsweise Syrern ein Humankapital an die Hand geben, in der Zeit, in der sie hier in Deutschland sind, in der Zeit, wo sie nicht zurück können, weil Syrien noch nicht sicher ist. Wir sie bilden, wir sie zu exzellenten
beispielsweise Facharbeitern machen, aber auch im Zweifel auch Richtern und warum nicht auch Sicherheitskräfte zu machen. Dieses Land ist völlig ausgeblutet und wird natürlich Leute, junge Leute brauchen, wenn es denn eine Zeit nach diesem Konflikt gibt, die dieses Land wieder aufbauen. Und deswegen finde ich so absurd diese Forderungen des polnischen Kollegen gar nicht. Auch ein Zuschauer, als hätte er es geahnt, André Schlösser nämlich, formuliert eine Frage, die in die ähnliche Richtung geht. Wir haben mittlerweile bestimmt 100.000 Syrer im Land. Was spräche gegen eine Art Fremdenlegion, die nach einer militärischen Grundausbildung ihr Heimatland zurückerobert? Frage an den Grünen. Ich würde doch erst mal die Syrer fragen, die hierher kommen, die vom Krieg geflohen sind, ob sie als erstes in einen Krieg zurückgehen wollen. Und das finde ich mit Verlaub. Der Außenminister einer Partei, der sagt, wir nehmen keine Flüchtlinge auf, weil sie Muslime sind. Der erzählt jetzt, dass Menschen, die vor Krieg, vor Fassbomben geflohen sind, unter Lebensgefahr zum großen Teil hierher gekommen sind, doch mal schnellstens wieder zurückgeschickt werden sollen in den Krieg. Ich finde das an Zynismus nicht zu überbieten. Mhm. Und dann ist trotzdem. Ich glaube, darf ich auch noch was dazu ergänzen? Ich glaube, das klingt so jetzt abgesehen von. Lassen wir mal beiseite, von wem dieser Vorschlag kommt und wie er vorgetragen wurde, sondern neben dem Vorschlag selber. Ich glaube, man kann es ja mal versuchen, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert, weil das wissen wir auch aus der Geschichte. Wann kämpfen Menschen? Wann kämpfen Bürger? Wann werden Lehrer, Professoren, Schlosser, Friseure, wann werden die zu Kämpfern? Wenn sie keine andere Chance haben und wenn sie an etwas glauben. So. Und ich glaube. Wenn man das von außen irgendwie organisieren kann, glaube ich eher nicht. Aber was es gibt, ja in Syrien einige Kräfte, die gegen sowohl gegen den IS kämpfen, die gegen auch das Assad-Regime kämpfen. Das sind einfach, und zwar nicht irgendwelche Kräfte, sondern es gibt in Syrien also die größte säkulare Kraft, die in Syrien kämpft, das sind die syrischen Kurden, das ist die PYD. Und der polnische, war das der Außenminister? Mhm. Der könnte sich ja schon mal nützlich machen in einem ersten Schritt, um diejenigen in Syrien zu unterstützen, die bislang am effektivsten gegen den IS gekämpft haben, nämlich die syrischen Kurden. Die Frage ist dennoch die nach dem deutschen Engagement und nach den deutschen Soldaten in dieser Region, weil wir ja tatsächlich auch die Erfahrung gemacht haben, dass nicht immer Armeen von außen gut beraten die besten Verteidiger souveräne Interessen eines Staates sind. Man kann ein bisschen durcheinander kommen, wenn man überhaupt versucht zu erkennen, wer in Syrien mit welchem Interesse kämpft und welche Rolle wir da jetzt eigentlich spielen sollen. Wir haben es mal versucht. Schauen Sie mal. Wie schmiedet der Westen eine Allianz gegen den IS? Wir unterstützen die irakische Regierung im Kampf gegen den IS. Wir mögen den IS nicht. Wir mögen auch Assad in Syrien nicht. Wir unterstützen den Kampf gegen ihn, aber auch der IS kämpft gegen ihn. Russland mögen wir wegen der Ukraine nicht. Aber Russland kämpft gegen den IS. Das mögen wir. Russland und Iran unterstützen Assad und bekämpfen die Rebellen. Das mögen wir grundsätzlich nicht. Unsere Freunde, die Saudis, auch nicht. Die unterstützen den IS mit Petrodollars gegen Assad und die Schiiten im Irak, was wir aber auch nicht mögen. Wir mögen die Kurden, die tapfer gegen den IS kämpfen. Das mag die Türkei nicht, die gegen die PKK kämpft. Das mögen wir zwar nicht, aber noch weniger mögen wir unkontrollierte Flüchtlingsströme. Deshalb müssen wir die Türkei jetzt ganz doll mögen, sonst mag die Türkei unsere Außengrenzen nicht sichern. Einige unserer Freunde unterstützen unsere Feinde, einige unserer Feinde sind jetzt unsere Freunde und einige unserer Freunde kämpfen gegen unsere anderen Freunde. Das ist offenbar Realpolitik, aber leider noch keine Allianz. Frau Gaub, wenn so viele Staaten in Syrien mitmischen. Wie kann daraus eine gemeinsame Strategie erwachsen? Helfen Sie uns. Es ist, wie Sie ja in dem Film gesehen haben, ein Einbahnstraßensystem der Allianzen. Also es geht nicht mehr so wie früher, dass man der Freund meines Freundes ist mein Freund und so weiter. Wenn man das gleiche Ziel hat, das ist ja schon mal keine schlechte Grundlage. Aber darüber hinaus, und das haben die Kollegen ja auch schon mehrfach gesagt, ist man sich nicht einig darüber, wie man an das gleiche Ziel kommt. Also Russland mag den IS nicht, Saudi-Arabien mag den IS nicht, niemand mag den IS. Das ist ja schon mal gut, im Großen und Ganzen.
anfangen. Aber wie wir ihn loswerden, darüber sind wir uns halt nicht so einig. Und ich glaube, was ein Punkt ist, wir reden hier ganz viel über Syrien, aber der IS ist doch nicht aus Syrien. Der IS ist aus dem Irak. Es ist eine irakische Bestie. Der Großteil der Führung ist irakisch. Die Großteil der Truppen sind irakisch. Und deswegen wird quasi diese Terrorismus-Zwiebel, die man schälen muss, damit man reinkommt in dieses schmerzhafte Innere, was wirklich zum Heulen ist, muss im Irak stattfinden. Ich sage immer, der IS ist im Irak geboren, er muss auch im Irak sterben. Politische Reform im Irak ist vielleicht viel wichtiger als die Frage, wie viele Tornados schicken wir jetzt über Syrien. So, die gleiche Frage an Herrn Ischinger. Die Münchner Sicherheitskonferenz wird sich das gegebenenfalls auch fragen. Wo kann bei so vielen verschiedenen Interessen eine gemeinsame Strategie liegen? Und sind jetzt die Russen eigentlich plötzlich mit im Boot? Ich hoffe das. Es gibt da gute Anzeichen dafür. Mhm. Man sollte nicht, sage ich jetzt mal unvorsichtigerweise, man sollte nicht jeden Vorschlag, bloß weil er zufällig mal aus Moskau kommt, gleich wieder abqualifizieren. Es gibt gelegentlich sogar vernünftige Vorschläge aus Moskau. Und noch mal, worum geht's denn, wenn wir jetzt nicht über den Terror in Paris, sondern über die Beendigung des Bürgerkriegs mit seinen inzwischen mehreren hunderttausend Toten sprechen, an deren Tod wir Europäer nicht völlig unschuldig sind, wir der Westen, nachdem wir jetzt 4 Jahre lang weggeschaut haben und geglaubt haben, irgendwie löst sich das in Wohlgefallen auf, was es nicht tut. Es geht also darum, die Bedingungen zu schaffen für einen Waffenstillstand. So in Wien bereits beschlossen. Wie schaffe ich die Bedingungen für einen Waffenstillstand? Da muss ich dafür sorgen, dass alle Beteiligten, egal ob das das Assad-Regime ist oder die eine oder andere Rebellengruppe, zu dem Ergebnis kommt, dass sie mit militärischen Mitteln den Sieg für sich nicht erringen können, sondern dass der einzige Weg in eine Zukunft, an der sie sich beteiligen können, der ist, an einem großen Konferenztisch hoffentlich dann einen Teil des Kuchens mit verspeisen zu können. Mhm. Wenn es uns gelingt, in einer großen Koalition, USA, Russland, Europäer, diese Bedingungen herbeizuführen, das wird schwierig sein, das ist nicht über Nacht und auch nicht auf Knopfdruck möglich. Das erfordert in der Tat auch militärische Mittel, aber eben nicht nur militärische Mittel. Dann sind wir einen großen Schritt weiter. Dann könnte dieser Bürgerkrieg beendet werden. Und als Teil der Beendigung dieses Bürgerkriegs müsste man dann eben in der Tat den Islamischen Staat so weit zurückdrängen, nach Irak möglicherweise. Und ich will noch ein Schlagwort hier in die Diskussion bringen, weil es noch nicht gefallen ist. Ich glaube, das Kernproblem hinter dem Aufflammen des Islamischen Staats ist das Gefühl einer großen sunnitischen Mehrheit seit Jahren, im Prinzip seit 2003, seit einer Dekade, benachteiligt worden zu sein, zugunsten schiitischer und anderer Bevölkerungsteile. Wir müssen also in dieser großen Koalition auch daran mitwirken, dass hier wieder eine andere Balance entsteht, eine gerechtere Balance zwischen dem einen sunnitischen und dem schiitischen Gürtel. Zwischen Sunni und Schia. Mhm. Wir wollen die Alawiten, die Christen und alle anderen Bevölkerungsteile, da gibt es ja viele, die wollen wir nicht ignorieren. Aber das Hauptproblem ist die Benachteiligung der sunnitischen Mehrheit, die nicht zuletzt durch die Folgen der Irak-Intervention vor 12 Jahren entstanden sind. Und also sind wir mit verantwortlich und also haben wir in dieser Situation jetzt auch verantwortlich zu wirken. Herr Hahn, wir wollen weder von Putin noch von Erdogan eigentlich abhängig sein beim Kampf gegen den Terror. Sind wir es mehr, als uns lieb ist? Es ist doch eine ganz klare Realität, dass wir beide brauchen, um in Syrien eine Lösung zu bekommen. Und man muss ja sagen, bei allen negativen Schlagzeilen, die wir lesen, können wir eben auch erkennen, dass die ersten 2 Runden in Wien eigentlich doch schon erste Hoffnung erzeugt haben. Mhm. Und dass wir hoffentlich Mitte Dezember trotz auch der Vorkommnisse jetzt im türkisch-syrischen Luftraum, wird hoffentlich im Dezember daran weiterarbeiten. Das ist der richtige Weg. Hätte sich der Westen überhaupt bewegt, wenn die Russen nicht eingegriffen hätten? Ich glaube, dass sich die Russen natürlich so in eine sehr günstige Verhandlungssituation gebracht haben.
Damit müssen wir jetzt umgehen. Aber ich glaube, dass sozusagen diese Plänkeleien, dafür ist jetzt kein Platz. Wir müssen jetzt alle zusammen versuchen, systematisch die Dinge, die wir in Wien schon besprochen haben, der Botschafter hat das vorhin genannt, die dann auch wirklich umzusetzen. Und da habe ich natürlich schon Sorge mit Blick auf das, was wir eben an der türkisch-syrischen Grenze mit dem Abschuss des Flugzeuges erlebt haben. Dazu kommen wir gleich noch mal. Ganz grundsätzlich die Frage, Jürgen Trittin, können wir mit Moskau, können wir mit Russland jetzt zusammenarbeiten und gleichzeitig die Sanktionen wegen der Ukraine weiterlaufen lassen? Geht das? Wem erklären wir das? Ich glaube, wir sind einen Schritt weiter. Wir haben es geschafft, den Fehler zu überwinden, der Anfang des Syrien-Prozesses gestanden hat, als wir eine Konfliktpartei, nämlich den Iran, ausgeschlossen haben. Das hat ein Jahr mindestens Verzögerung in diesen Prozess gebracht. Jetzt haben wir alle an einem Tisch. Das sind auch nicht schöne Situationen. Die Saudis haben über Jahre hinweg Partei genommen für offen terroristische muslimische Extremisten in Syrien. Wir haben sie dafür mit massiven Waffenlieferungen belohnt. Das muss auch nicht sein. Aber trotzdem müssen die Saudis an Tisch und die Russen müssen auch an Tisch. Und dann muss man sehr ernsthaft darüber sprechen. Es ist ja nicht so, dass die Konfliktparteien, wie ich mal Saudi-Arabien, Iran und die Türkei nehmen, glauben, sie könnten den Krieg da gewinnen. So naiv sind die nicht. Aber die glauben immer noch, sie könnten mit militärischen Mitteln ihre Ausgangsbedingungen für die Verhandlungen verbessern. Und das ist das Problem, weswegen dieser Prozess nicht langsam, sondern schnell gehen muss. Und deswegen muss an dieser Stelle Druck. Das war übrigens der Grund, Herr Ischinger, warum ich vorhin gesagt habe, lassen Sie uns orientieren auf ein UN-Mandat, weil das bindet die ein. Das ist für mich jetzt keine völkerrechtlich-akademische Frage, sondern eine ganz praktische Frage, ob es uns gelingt, die Grundlage zu legen für einen Waffenstillstand, eine friedliche politische Lösung, friedlich nehme ich zurück, also für eine politische Lösung in Syrien. Herr Grinin, wir haben noch mal den Bogen geschlossen. Das UN-Mandat wird definitiv länger dauern. Die Reaktion der Staatengemeinschaft ist da. Herr Grinin, wie erklären Sie sich die Situation, die in Bezug auf Russland auf dem Tisch liegt? Es gibt im Baltikum NATO-Soldaten, stationierte Soldaten wegen des Ukraine-Konfliktes. Und es gibt auf der anderen Seite nun das dringende Ersuchen mancher NATO-Staaten, auf jeden Fall Europas, dass sie sich beteiligen sollen an dieser Befreiung vom Islamischen Staat, vom sogenannten Islamischen Staat. Wie funktioniert das in Ihrem Kopf? In meinem Kopf funktioniert das etwas anders. Verstehe. Und ich würde sagen, erstens lobende Worte an Wolfgang, dass wir etwas gemacht haben. Wir möchten eigentlich Ihnen Dank sagen für das Entgegenkommen im Wiener Prozess. Das Konzept des Wiener Prozesses, das ist das unsere. Wir haben das durchgesetzt. Das ist jetzt zur Basis geworden von diesem Wiener Prozess. Haben Sie schon gesagt? Und das wissen wir zu wertschätzen. Aber was hier nicht überhaupt nirgendwo jetzt davon gesprochen wird, dass wir einen riesigen Beitrag geleistet haben, überhaupt in die Lösung des syrischen Problems, indem wir durchgesetzt haben die chemische Abrüstung des Landes. Stimmt. Wir haben das initiiert, wir haben das durchgesetzt und wir haben das mitgemacht. Mhm. Hätten wir das nicht gemacht, ich würde mich sehr, sehr befürchten, dass zurzeit in einer noch schwierigeren Situation wären. Okay. Sie sehen mir nach, wenn ich die Frage weitergebe an Frau Gaub. Kleine Sekunde, gleiche Frage, Frau Gaub. NATO-Soldaten als Speerspitze gegen Russland im Baltikum. Auch darüber haben wir diskutiert in dieser Sendung. Auf der anderen Seite werden die Russen übermorgen vielleicht im Generalstab der Allianz sitzen, um gegen IS zu kämpfen. Wie geht das? Ganz einfach. Man hört auf, die Ambition zu haben, eine in sich geschlossene, konsistente Außenpolitik zu haben. Okay. Man muss einfach Prioritäten setzen und klar erkennen, das ist jetzt momentan wichtiger als das. Wenn ich mir selbst widerspreche, dann habe ich eben meine Meinung geändert. Ich glaube, in der Situation sind übrigens alle, nicht nur Europäer. Gut, und wir akzeptieren auch in der Zwischenzeit gleich, wir akzeptieren auch, dass Assad dann offensichtlich das geringere Problem ist und der IS das größere, weil wir haben ja immer gesagt, Assad und IS sind gleich gefährlich. Muss sich der Westen, Herr Ischinger, jetzt also auch da verändern und sich der russischen Variante anschließen und sagen, Assad ist okay, wenn wir denn gemeinsam IS bekämpfen?
Nein, so weit würde ich nicht gehen. Aber ich glaube, wir müssen schon einsehen, dass man nicht beides gleichzeitig erreicht. Wenn man sich jetzt darauf einigt, dass das primäre gemeinsame Ziel die Bekämpfung des Islamischen Staates ist, dann sollte das zweite Ziel, zumindest das zweite westliche Ziel, nämlich zu insistieren, dass ein politischer Neubeginn in Syrien mit jemandem, der Hunderttausende seiner eigenen Landsleute umgebracht hat, schwer vorstellbar ist, das sollten wir nicht aus dem Blick verlieren. Ich wollte nur noch mal ein... Vielleicht sollte man das auch mal unterstreichen. Der IS ist ja nicht einfach stark geworden von außen, sondern ist stark geworden, weil das Regime von Assad die sunnitische Mehrheit der Bevölkerung massiv ausgeschlossen, verelendet hat. Und das ist der Boden gewesen, auf dem dann... Jetzt muss ich doch zu dieser Sache mit den Sunniten eine Sache, wenn Sie erlauben, Herr Ischinger, das haben Sie eben schon gesagt. Weil natürlich gibt es die Vorgeschichte im Irakkrieg und der IS ist die Fortsetzung einer Organisation, die im Irak gegründet wurde, aber einfach mit der Beteiligung, mit der Benachteiligung der Sunniten im Irak, das zu erklären, das erscheint mir ein bisschen wenig. Also ich erinnere daran, welchen Namen diese Organisation am Anfang hatte, nämlich Al-Qaida im Irak. Al-Qaida hat sich in Afghanistan gegründet. Und weder Al-Qaida noch die Taliban waren keine Folgen von der Benachteiligung von Sunniten. Also Orientalismus oder Orientstudien, Grundkurs, die Sunniten sind benachteiligt und deswegen gibt es da den IS in Syrien oder ist im Irak entstanden. Das erscheint mir ein bisschen zu wenig, weil das ist auch keine Erklärung, warum der IS auch, es gibt ja, selbst wenn wir Syrien in einer großen, globalen, historisch noch nie dagewesenen Großanstrengung befrieden, gibt es immer noch Libyen, Jemen, es gibt... Das Thema würde selbst in diesem Fall nicht erledigt sein. Herr Ischinger, ganz kurze Sekunde, weil es eine gute Frage, Nahrung für eine nächste Frage gibt. Was haben wir also in Afghanistan und im Irak alles nicht gemacht, was wir jetzt in Syrien anders machen müssen, Herr DJ? Ich glaube, es gibt zwei Beispiele. Das eine ist im Irak. Ich glaube, im Irak wurden die größten Fehler nicht mit dem Krieg gemacht, sondern Nach dem Krieg. Die erste Lehre, was man im Westen, dann gab es einen Fall, über den man auch schon kaum mehr spricht, wo man meinte, aus dem Irak und aus Afghanistan Konsequenzen gezwungen zu haben, nämlich mit Bodentruppen reingehen, sich in einen langen Krieg zu verwickeln. Das war Libyen. Das haben wir schon fast vergessen. Das war vor zwei Jahren, als Gaddafi gestürzt wurde. Und Libyen ist die, selbst nochmal, wenn Syrien in einer, ich kann es mir ja kaum vorstellen, aber wenn Syrien in einer großen gemeinsamen Anstrengung irgendwie befriedigt würde, wäre das das nächste Zentrum des globalen Dschihads, ob die Organisation sich dann IS nennt oder anders, das weiß ich nicht, aber das ist der nächste Fail State, wo der Westen genau entgegengesetzten Fehler gemacht hat, nämlich also erst gar nicht reinzugehen, sondern ein Regime zu beseitigen und das Land dann sich selbst überlassen. Wir sind nochmal bei den Lehren und das Stichwort ist auch gefallen, Mubarak, Gaddafi, Saddam, das waren Diktatoren, das waren Verbrecher und Despoten, Herr Trittin, aber sie haben eine de facto Sicherheit für den Westen suggeriert. Sehnen sich manche im Westen nach dieser Zeit, in der wir uns auf diese Sicherheit Despoten verlassen konnten? Ich kann vor dieser Sehnsucht nur warnen, weil wir haben ja nicht immer gesagt, Europa, Gaddafi ist ein krummer Hund. Sondern der war sehr willkommen bei der Zurückhaltung der Flüchtlinge. Mhm. Sarkozy hat ihn in Paris mit seinen Kamelen im Zelt empfangen und hat ihm dafür ganz viele Mirage geliefert. Und dann haben wir irgendwann umentschieden. Deswegen glaube ich, dass der arabische Despotismus, ich wollte gar nicht in die Orientalistik einsteigen, ist der Ausschluss von Teilen der Bevölkerung. Mhm. Das sind mal Sunniten, mal Schiiten. Durch autoritäre Regimes und die daraus kreierte Hoffnungslosigkeit. Das ist das Milieu, in der dann Dschihadisten ihren Zulauf bekommen. Und deswegen glaube ich, es gibt einen inneren Zusammenhang zwischen dieser vermeintlichen Stabilität und dem Aufwuchs dschihadistischer Bewegungen. Und deswegen müssen wir dahin kommen, wie heißt das so schön, Regierungen zu haben, die mehr Menschen teilhaben zu lassen. Das heißt so schön inklusiver.
Und das ist die Grundlage für Stabilität. Also das, was vielleicht eine Chance besteht, in Tunesien hinzubekommen, ich weiß es nicht. Aber das ist das einzige hoffnungsvolle Zeichen aus der Arabellion, was wir eben haben. Gut, und dann sind wir bei der nächsten militärischen Frage. Weil man das Gefühl hat, da sind sich eigentlich auch alle einig, man kann IS nur mit Bodentruppen bekämpfen. Ist mit dieser Erkenntnis, man kann IS nur mit Bodentruppen bekämpfen, auch die Bereitschaft gewachsen, sie zu schicken, Herr Ischinger? Doch nicht wirklich. Ich würde das auch für einen richtig großen Fehler halten, wenn wir jetzt über die Frage beginnen nachzudenken, sollten jetzt französische, belgische, kanadische oder gar deutsche Truppen dort eingesetzt werden. Was ich mir vorstellen kann mit ein bisschen Fantasie, wäre im Rahmen der Strategie, die jetzt in Wien hoffentlich zusammengesetzt wird, ein Engagement mit einem Mandat der Vereinten Nationen natürlich, das auch den Einsatz von Friedenstruppen in Syrien, vielleicht auch im Irak, vorsehen könnte. Das müssten dann aber aus meiner Sicht Truppenteile sein, die aus arabisch-muslimischen Ländern kommen, möglichst sogar aus sunnitischen Ländern, damit nicht hier ein neuer Keil in die Landschaft getrieben wird. Ich wollte, aber darf ich noch mal einen Punkt hinzufügen? Sie haben vorhin die Frage gestellt, wie kann das sein, dass wir einerseits in einer Konfrontation mit Russland in der Ukraine verharren und andererseits mit Russland gemeinsam weltpolitische Friedenslösungen woanders finden. Ich will nur darauf hinweisen, das ist ja nichts Neues. Die ganze Zeit hindurch, in der wir die Konfrontation wegen der Krim, wegen der Ukraine hatten, hat Russland tapfer und lobenswert daran mitgewirkt, dass wir alle gemeinsam die iranische Nuklearlösung hingekriegt haben. Mhm. Man kann also durchaus, wie die Amerikaner sagen würden, sowohl gehen wie gleichzeitig Kaugummi kauen. Das ist möglich. Das können die Amerikaner. Und ich möchte hinzufügen, dass wir sehr begrüßen dieses Entgegenkommen uns in unserer Position und was der Bodentruppeneinsatz angeht. Das wäre meine nächste Frage. Die Russen sind bisher die Einzigen, die Bereitschaft signalisiert haben. Wären sie es wirklich? Also, ohne Bodentruppeneinsatz geht es nicht. Mhm. Wer das sein wird, werden das Syrer sein. Zurzeit haben wir nur Syrer unter Führung von Assad. Niemand mehr. Und wenn wir die ausschließen, dann lassen wir das Land zerspalten. Und wir haben die Praxis gesehen, wo diese sogenannten Diktatoren oder die Richtigen dann entfernt worden sind, um etwas zu erreichen. Was hat man erreicht? Man hat erreicht, dass diese Staaten implodiert sind. Mhm. Die gibt es nicht mehr, ne? Und dadurch ist es zu diesem IS gekommen. Wir müssen das immer bedenken. Deswegen sage ich nochmals, das Schicksal von Assad, das ist das, was den Syrern zu überlassen ist. Sie müssen über das Schicksal von Assad entscheiden. Aber heute, ohne Truppeneinsatz von Assad, Bodentruppeneinsatz geführt von Assad, geht es nicht. Geht es nicht. Frau Gaub, was sagen Sie? Braucht es Bodentruppen? Ich glaube, aus rein militärischer Hinsicht, Sie müssen sich vorstellen, Raqqa hat 200.000 Einwohner, 5.000 Kämpfer des IS sind in der Zivilbevölkerung drin. Die kann man einfach aus der Luft nicht sehen und ausschalten. Von daher ist die militärische Option natürlich die. Aber darüber hinaus, und Sie haben vorhin gefragt, was haben wir falsch gemacht jetzt in Libyen, da haben wir einfach, sehen Sie, solche Aufstände oder Terrorismus, groß angelegte Terrororganisationen entstehen, wenn zwei Sachen eintreten. Sie haben einen Grund, was Herr Trittin meinte, als die Frustration, den Ausschluss oder was auch immer es ist. Und sie haben die Gelegenheit. Das heißt, es gibt ein Sicherheitsvakuum. Was wir bisher nicht verstanden haben, ist, dass man muss beides beantworten. Und man kann nicht reingehen mit 5.000 Truppen und 3 Monate langer Perspektive, sondern man muss 5 bis 10 Jahre anlegen und in ausreichender Truppenstärke reingehen. Das hört man nicht gerne, vor allem als Wähler, als Steuerzahler, weil es viel Geld kostet und einfach sehr lange dauert. Und vielleicht gibt es auch dann deutsche Opfer dabei. Aber das Postkonflikt ist ein langfristiges und langwieriges Geschäft. Aber war unser größtes Problem? Die Logik, ein Bürgerkrieg zu beenden, indem wir
das Regime unterstützt, wie es Russland tut, was für die meisten, mit Abstand für die meisten, quantitativ für die meisten toten Zivilisten in Syrien verantwortlich ist, dieses Regime zu unterstützen und dadurch den Bürgerkrieg zu beenden, diese Logik erschließt sich mir nicht. Und ich glaube, wir hatten das vorhin auch schon mal, Syrien wird nicht befriedet werden ohne Russland, ohne die Türkei. Ich glaube, Russland und die Türkei sind, ohne wird das nicht gehen, aber vielleicht wäre es besser, Russland und die Türkei auch ein bisschen an den Rand zu drängen, weil Russland das Assad-Regime unterstützt und die Türkei bis gestern noch jeden Dschihadisten in Syrien, inklusive das IS als eine Art Rasselbande angesehen hat, die so, naja, ein bisschen wild, aber eigentlich schon unsere Leute, unsere Verbündeten, unsere Hilfstruppen. Und ich glaube, was gerade auch in den letzten Tagen bei dem Konflikt mit dem das Kampfflugzeug auch deutlich wurde, was hier fehlt, ist die USA, die sich hier so, die sich in den letzten Tagen auch die Orten sich einmischen. Es fehlt auch Europa. Und ich glaube, natürlich wird das ohne Russland und der Türkei nicht gehen. Aber zwei Staaten, die beide, die sich auch sonst in vielen ähneln, Putin und Erdogan, wo es vielleicht für die Welt ganz gut ist, dass die beiden auch nicht zu dicke Freunde sind, diese beiden Staaten da so großen Raum zu überlassen und sich selbst zurückzunehmen, als Europa, auch als Deutschland, halte ich für keine so kluge Strategie. Weil Sie sagen, dieses Problem, Putin und Erdogan, zwei Ego-Shootern, um es mal so zu formulieren, zu überlassen, einfach zu gefährlich ist. In der aktuellen Situation mit dem abgeschossenen Kampfjet, was sagen Sie zur Reaktion Ankaras? Darf ich eine kleine Bemerkung sagen? Gleich, Sie sind gleich dran. Ich glaube, es sind nicht nur Ego-Shooter, sondern es sind die politischen Systeme, für die sie stehen. Und das ist die Politik, die sie in Syrien die primären Ziele, die sie dort... Die Reaktion aus der Türkei jetzt... Zu dem abgeschossenen Kampfjet? Naja, so viel an Reaktion gibt es ja nicht. Das war ja vor allem eine Aktion. Sie haben ja das Flugzeug wurde runtergeholt. Ich glaube, soweit ich das jetzt beurteilen kann, es scheint mir, hat die Türkei zumindest für ihre Darstellung der Dinge, dass da der türkische Luftraum verletzt wurde, auch nicht zum ersten Mal. Und Russland wurde vorher auch schon gewarnt in Ankara. Mehrfach wurden Vertreter der Botschaft zu sich gerufen. Mir scheint, dass die türkische Darstellung dieses speziellen Falls eher an den Tatsachen näher kommt als die russische, die bislang da weniger Belege auch vorweisen konnte. Es gibt diese Warnungen, die auch Tonbandaufnahmen, die heute der Generalstab veröffentlicht hat. Also in diesem speziellen Fall scheint mir die türkische Darstellung glaubwürdiger. Aber dieser Fall ist nicht so wichtig. Darum geht's ist nicht so wichtig. Jetzt kommt auch eine wichtigere Frage, nämlich die, dass wenn wir von Wladimir Putin hören, dass Erdogan ein unmittelbarer Unterstützer des IS-Terrors ist und auf der anderen Seite wir mit der Türkei, Herr Trittin, ein NATO-Mitglied haben, was eben wirklich unseren Partner nun vom Himmel holt. Was bedeutet das für eine Gefahr? Ich glaube, dass die NATO richtig reagiert hat, nämlich besonnen. Es gibt übrigens in der NATO bei den USA eine andere Sichtweise als in Ankara. Die unterscheidet sich gravierend, auch was die Zulässigkeit angeht. Mhm. Ich glaube, dass dennoch wir klar machen müssen, dass beide ihre Interessen zurückstecken müssen. Es ist wahr gewesen. ISIS-Kämpfer sind in der Türkei in Hospitälern behandelt worden. Die Versorgung des IS mit Waffen und Geld, der Verkauf von Öl, alles zum großen Teil über die Türkei gelaufen. Wir müssen bei der Türkei mit darauf dringen, dass diese klammheimliche Partnerschaft mit dem Terrorismus beendet wird und dass sie aufhören, einen eigentlichen Hauptfeind zu bekämpfen. Also da sind sie sich sehr ähnlich. Erdogan sagt, ich bin gegen den IS und in Wirklichkeit bekämpft er die Kurden. Und Russland macht gelegentlich Dinge, sagen, wir bekämpfen den Terrorismus, aber wir stützen den Staatsterror von Assad. Diese beiden Praktiken muss man klar benennen und die müssen beendet werden. Herr Ischinger, und wie kommen wir? Ich kann jetzt Herrn Grinin noch fragen, ob er die Entschuldigung, die Ankara fordert, liefern wird. Ob Sie jemals glauben, dass Wladimir Putin sich entschuldigen wird? Nein. Wir brauchen auch gar keinen weiteren Satz dafür. Und können Herrn Ischinger noch mal fragen, worin jetzt eigentlich diese neue Strategie besteht, weil Irak und Afghanistan vielleicht auch darunter gelitten haben, dass man sich zu wenig Gedanken darüber machte, was dann passieren soll, wenn diese von uns gehassten Despoten und Diktatoren weg sind.
Was machen wir dann mit Syrien? Und unter welcher Unterstützung, welcher Regierung soll da dann Frieden herrschen? Also die Wiener Konferenz kriegt von mir eine 5-, wenn sie sich nur mit dem Waffenstillstand und den nächsten paar Wochen und Monaten beschäftigt und nicht jetzt schon anfängt, über das Post-Konflikt, Sie haben vorhin das Wort benutzt, Szenario nachzudenken, dass nach allen Erfahrungen, die wir jetzt seit Bosnien, Kosovo, in Afghanistan gemacht haben, es dauert immer viel länger, um aus dem Schweigen der Waffen, wenn man das mal erreicht hat, ist ja schon viel erreicht, einen dauerhaften Sustainable Peace zu erreichen. Ja, substanziellen Frieden. Und wenn ich noch einen Punkt machen darf, ich glaube, dass was angesichts des Vorgangs Flugzeug jetzt dringlich ist, ist, dass wir diese Konferenz in Wien nicht als ein gelegentliches Treffen zwischen Herrn Lavrov und Herrn Kerry und anderen so weiter scheppern lassen, sondern dass man das beschleunigt. Ich würde dafür plädieren, dass man in Wien militärische Vertreter aller Beteiligten an einen Tisch setzt, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, damit die sich unterhalten können, bevor irgendeiner das Flugzeug eines anderen nicht richtig identifiziert oder abschießt. Mhm. Und dass man auch diplomatische Arbeitsgruppen dort einrichtet, um über Waffenstillstand, Wahlen, Übergangsregierung, Nachkriegsfriedensordnung, Finanzbedarf für Syrien ist ein Land, das ist total kaputt. Die Hälfte der Bevölkerung ist bereits im Ausland. Das wird viele, viele Milliarden kosten. Wer bringt es denn auf? Das sollte man jetzt in Wien anpacken. Dann wird Wien eines Tages den Friedensnobelpreis verdienen. So, ja, ganz ein Satz. Kleine Bemerkung. Die erste. So, bei uns sind alle schockiert durch diesen Vorfall mit dem Flugzeug. Ja, und hier brauche ich kaum weiter zu erklären, wer und was sagen muss, wer sich entschuldigen muss. Gut. Das, die zweite Bemerkung. Uns wird immer vorgeworfen, als ob wir Assad-Regime unterstützen. Mhm. Wir so unterstützen haben wir heute. Die Integrität des Staates Syrien. Das ist alles. Punkt. Punkt. Das sollte der russische Botschafter doch sagen dürfen am Ende dieser Sendung. Die junge Frau links neben mir, geografisch, wird Ihnen im Internet die nächsten 30 Minuten noch für all Ihre Fragen zur Verfügung stehen. Sie merken schon, ich ziehe mit der Stimme ein bisschen an. Wir müssen nämlich sehr gerne und sehr schnell zu Markus Lanz weitergeben. Ich darf mich bei Ihnen hier sehr herzlich bedanken.